Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr zu diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Samstag, das heißt, heute ist Kakerlaken-Party-Zeit. Also Hörspielzeit. Ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der letzten Woche nochmal zusammengefasst als Hörspiel, nur eben ohne meine ganzen Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn ihr den Kanal abonniert. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft kein weiteres Hörspiel mehr. Bevor es weitergeht, habe ich euch heute mal noch was Besonderes mitgebracht. Eine besondere Folge von Callcenter Abzocke als Podcast. Ich unterhalte mich mit Steffi vom True Crime Podcast Mord und Totschlag. Hallo. Ich bin Steffi und produziere seit 2019 in Eigenregie den True Crime Podcast von Mord und Totschlag, den du auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music hören kannst. Mit von Mord und Totschlag entführe ich dich aus deinem Alltag in die tiefsten Abgründe des Menschen und erzähle dir von gelösten und ungelösten Verbrechen aus der ganzen Welt. Allerdings widme ich mich nicht mehr nur Themen wie Mord und Totschlag. Seit diesem Jahr versuche ich, in meinem Podcast ein breiteres Spektrum von Strafdelikten abzudecken. In der aktuellen Episode zum Beispiel geht es um Callcenter-Betrug. Ich habe mit dem Betreiber des YouTube-Kanals Callcenter-Abzocke gesprochen, der seinen Followern vor allem unter seinem Pseudonym Gerold Steiner bekannt ist. Durch seine Aufklärungsarbeit ist es für ihn enorm wichtig, seine wahre Identität zu schützen, denn nicht selten stecken hinter den Callcentern, die diese betrügerischen Anrufe tätigen, mafiöse Strukturen. Aber lassen wir Gerold sich und seinen YouTube-Kanal Callcenter Abzocke kurz selbst vorstellen. Callcenter Abzocke ist ein Kanal auf YouTube hauptsächlich, der sich ausschließlich um Betrugsbekämpfung und Aufdeckung dreht, um den Menschen einfach auch zu zeigen, was so am Telefon und auch generell per E-Mail mittlerweile schriftlich ja so für dunkle Sachen auf einen warten, ne? Also Betrüger, um genau zu sein. Die Motivation liegt eigentlich darin, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, wie schnell man in so eine Betrugssituation verwickelt werden kann. An dieser Stelle möchte ich dir gerne einen der tausenden Anrufe vorspielen, die Gerold tagtäglich so führt, bevor er sie dann bei Callcenter Abzocke hochlädt. Neben Aufklärung und Unterhaltung spielt für Gerold übrigens auch die Zeit eine wichtige Rolle. Denn während die Betrüger sich mit ihm abmühen, haben sie keine Gelegenheit, woanders anzurufen und so vielleicht an ein ahnungsloses Opfer zu geraten, dem sie das Geld aus der Tasche ziehen können. Wozu ist das? Weil sie diese Anmeldung gemacht haben. Aber sie sind sich ja nicht mal sicher, wann die Anmeldung stattgefunden hat. Ja, es ist nicht wichtig. Na, für mich ist das schon wichtig. Das macht noch nicht so richtig Sinn, was Sie sagen. Was ist nicht richtig? Das macht keinen Sinn bis jetzt, Ihr Anruf. Das ganze Gespräch geht übrigens noch mehr als 30 Minuten so weiter. Aber kommen wir nun zurück zum Thema. Mich interessiert, wie betrügerische Callcenter genau funktionieren und welche Maschen derzeit besonders beliebt sind. Im Moment ist ganz extrem Finanzgeschäfte, wenn man sich zum Beispiel mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, Trading, Aktien, Rohstoffe, damit Geld zu verdienen, das ist ja momentan der Hype. Wenn man einmal hier auf einer falschen Webseite sich eingetragen hat, dann kriegt man auch definitiv nicht nur einen Anruf, es wird gleich weiterverkauft. Ich würde mich freuen, wenn du in unsere gemeinsame Folge reinhörst, die Gerold und mir für mein Empfinden doch recht gut gelungen ist. Bis dahin, pass auf dich auf, denn wie du von Gerold weißt, die Welt ist böse. Wenn du dir den Podcast in voller Länge anhören möchtest, habe ich dir die Links dazu einmal in die Videobeschreibung gelegt. Tauche ein in die Welt von Steffis True Crime Podcasts. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Martina am Apparat von der FCA. Und zwar, Sie haben einen automatischen Anruf gekriegt und haben versucht, mit der Kundenservice weiter zu verbinden, aber es gab irgendwie ein Problem, ich weiß nicht warum. Ich habe gerade gesehen, 13.41 Uhr. Genau, jetzt wollte ich mal fragen, wie Ihr Name als allererst, weil dann kann ich mich auch ordnen, wo ich bin. Ich habe jetzt nicht wirklich was verstanden. Also, Sie wurden von einem automatischen Anruf angerufen, gell? Ja. Genau, und dann haben Sie wahrscheinlich
irgendeine Nummer gedrückt, damit sie weitergeleitet werden. Richtig? Ja, und dann? Was möchten genau, Sie da jetzt genau? Ich wollte fragen, weil wenn Sie von diesem Anruf, von diesem automatischen Anruf angerufen werden, irgendwo registriert haben, bei irgendeinem unseren Plattform oder ich weiß es nicht wo. Deswegen sind auch Ihre Daten bei uns gelandet. Jetzt wollte ich nur fragen, nur zum Kontrollieren, wer Sie sind, wie, bei welcher Plattform soll ich das melden und wie viel Sie da insgesamt verloren haben. Aha, und wie sind Sie da jetzt an meine Daten gekommen, wenn Sie den Rest nicht wissen? Weil ich jetzt nur die Nummer hier habe und die Uhrzeit, die Sie angerufen wurden. Das war nicht die Antwort auf meine Frage. Bitte? Ich sage, das war ja jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Sie haben ja bereits angerufen und Sie haben ja meine Daten. Und aus welchem Grund haben Sie meine Daten? Ich habe nicht Ihre Daten. Ich habe nur Ihre Telefonnummer und die Uhrzeit, die Sie angerufen wurden. Die Daten stehen bei mir. Ja, aber wenn ich nicht weiß, wer Sie sind, Ihr Name und Ihr Nachname, dann kann ich nachschauen, was da los ist. Verstehen Sie mich? Ich dachte, Sie rufen von der FCA an. Ja, genau. Ja, und dann, jetzt haben Sie aber gerade gesagt, meine Daten liegen bei der FCA. Aber wenn Sie die FCA sind, dann haben Sie doch meine Daten. Nein, Sie haben mich falsch verstanden. Ganz falsch. Ja, dann erklären Sie es nochmal so, dass ich es verstehe. Also gut. Ich habe vor mir die Anrufe. Ja, ja. Und Ihre Daten? Ja. Ihre Daten liegen bei der FCA? Ja, und warum? Weil Sie wahrscheinlich betrogen wurden von irgendeiner Plattform oder irgendeinem Broker. Und wie kommen Sie darauf, wenn Sie sagen, wahrscheinlich? Weil es gemeldet ist. Ja, und Sie sind jetzt selbst von der FCA? Ja, aber ich bin nur für die Meldung da. Ich kann nicht auf Ihre Daten zugreifen. Verstehen Sie mich da nicht falsch, bitte? Nee, ich verstehe Sie gar nicht, weil wenn Sie von der FCA anrufen und dann sagen, Sie sind von der FCA, aber die Daten liegen bei der FCA, das macht ja keinen Sinn. Also wenn Sie in einem Krankenhaus gehen und fragen, ja. Nummerzimmer 208 und dann sagt der Verwaltung, ja, wie heißt der Person, der Sie besuchen, weil da im Zimmer können 4 Leute sein. Verstehen Sie, ich hab hier die Nummer, ich habe die Uhrzeit, ich habe aber nicht Ihr Name. Wie soll ich ihn jetzt suchen und sagen, wann, wo, wie? Anhand der Telefonnummer, die wird ja dann dabei gefügt sein. Sie haben ja nicht nur die Telefonnummer dann von mir. Ich habe Nummer, ich habe Uhrzeit, Dauer der Anruf und Info. Ja. Ist abgebrochen bei Info. Dauer ist 0,0, weil Sie ja nicht weiter verbunden werden konnten. Mhm. Die Zeit 13:41, 0,4 und die Nummer. Ja, dann suchen Sie doch im System einfach nach meiner Telefonnummer. Kann ich aber nicht. Ich habe die Option nicht, nach Ihrer Nummer zu kontrollieren. Aha. Macht ja irgendwie keinen Sinn, wenn Sie meine Nummer haben, aber nicht wissen, wie Sie sie zuordnen sollen. Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, in Ordnung. Ja, fällt der Betrug gleich auf? Nein, nein. Doch, doch. Ja, okay, wenn Sie das denken, sorry, ich kann Sie nicht weiterhelfen. Ja. Tschüss, Betrüger. Ja, Betrüger, siehst du, sag ich doch. Hast du dich gleich noch verraten? So ist es mit dem Betrüger. Alle gleich. Alle gleich schlecht. Willst du nicht mal irgendwie einen anständigen Job machen, als die Leute zu verarschen? No, ich meine, du bist ja noch am Telefon, man hört ja da den ganzen Krach im Hintergrund. Kannst du uns doch mal erzählen, warum du die Menschen betrügst? Sowas macht man doch nicht. Das gehört sich nicht. Das ist kein anständiges Benehmen, wenn man die Leute betrügt. Ja. Ach so, und da redest du dann einfach nicht mehr. So kann man das natürlich auch handhaben. Dass man dann einfach so tut, als würde man einen nicht mehr hören, aber ich höre ja den ganzen Krach da im Hintergrund.
Ja. Ist aber nicht schön, dass du da versuchst, die Leute zu betrügen. Ist keine nette Art und Weise. Ja. Hallo. Hallo. Spreche ich mit Herrn Bert? Ja. Ja, hier ist der letzte Evers, Herr Bert. Und ich bin ein Konto. Ich rufe Sie gerade an wegen Ihrem Interesse über Online-Investitionen. Sie haben Interesse gezeigt. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, also Sie haben Interesse gezeigt. Ja. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Müssten Sie das nicht wissen, ob das stimmt? Ach so, möchten Sie jetzt weiter mit mir arbeiten? Sie haben ja noch gar nicht gesagt. Also möchten Sie das, oder? Na was denn? Investieren. Investieren, ach darum geht's. Haben Sie ja nicht gesagt. Also das geht um ein Handelskonto zu aktivieren. Ja, was macht man da Schönes? Wie funktioniert sowas? Moment mal. Ja. Ja, Herr Bert. Wer sind Sie denn jetzt? Ich bin der Enzo Mörk, also der Vorgesetzte hier. Sie wollten ein Handelskonto in Betrieb stellen, stimmt das? Das weiß ich ja nicht. Sie haben ja gar nichts gesagt. Ah, okay. Also dann sage ich Ihnen das ja nochmal. Auf unseren Werbekampagnen wurden ja Ihren Daten mitgeteilt. Ja, und wie ich jetzt aktuell sehe, unter Ihrem Namen steht ja ein Konto, der momentan außer Betrieb ist. Ja, es gibt außer ja nur Betrieb. Ist ja nicht aktuell. Ach so, Genau. Und es gibt ja nur ein ganz leichtes Prozedur, das wir durchgehen müssen, um das Konto in Betrieb zu stellen und damit Sie auch die Gelegenheit haben, mit Investitionen zu beginnen. Verstehen Sie? Genau. Also, die E-Mail-Adresse von Ihnen lautet herbert.bert@t-online.de, ja? Nee. Wie lautet der aktuelle E-Mail-Adresse? @mdccfun.de. Ist ja nicht t-online.de? Nee, das ist falsch. Haben Sie eine andere E-Mail oder wie? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Haben Sie gerade gesagt, ja, natürlich, okay. Haben Sie einen Rechner bei sich oder benutzen Sie nur Ihren Handy? Ich habe auch einen Computer. Da haben Sie einen Computer. Sowas habe ich. Okay. Ja. Super, das ist ja schon mal gut. Haben Sie auf mir einen Rechner in Verbindungsapplikation, da ist Anydesk oder TeamViewer? Nee, wozu brauche ich denn sowas? Es macht ja natürlich Ihren Arbeit erleichtert und unseren ja auch, damit ich Ihnen nochmal auf die Plattform einloggen kann und zeigen kann, wie das ja alles gemacht wird, deswegen. Ach so. Genau. So, also falls Ihren Rechner jetzt an ist, könnten Sie mal bitte auf die Google-Seite gehen. Auf eine Google-Seite? Ja, auf eine Internetseite, ja. Ja, ich war auf Google. Bin ich jetzt drauf. Okay, dann könnten Sie mal eintippen, also A wie Anton. A wie... N wie Nordpol. Anton. Y. Moment, nicht so schnell. So, dann N, W... Ja, Anton Nordpol Y. Also, dann noch Anton, Nordpol und dann Y ausgeschrieben oder nur als Buchstabe? Nur als Buchstabe. Ja, habe ich. Okay, dann D wie Deutschland. D wie... E wie Emma. Deutschland. So, dann E... Wie Emma oder Emily. Emma... Oder S wie Siegfried. Emily. Dann S wie Siegfried. Ja, habe ich. Super. K wie Kaufmann. K wie Kaufmann. Habe ich auch eingegeben. Okay, super. Und suchen Sie mal. Wie alt sind Sie? 29. 29. Zu dem angefragten Ergebnis konnte nichts gefunden werden. Ja, dann haben Sie anscheinend zweimal
Anton Nordpol Y geschrieben. Nee, das habe ich jeweils nur einmal ausgeschrieben. Was haben Sie geschrieben? A wie Anton, N wie Nordpol. Mhm. Ja. Ja. Ein Y. Mhm. D wie Dora. Mhm. Ein E wie Emily. Mhm. Ein S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. .com. Anudes.com schreiben Sie. Dahinter jetzt noch. Da hinten, genau. Sie sind ja noch jung, Sie sind ja 29, Sie sind ja nicht so, Sie sind ja nicht alt. Sie sollten fleißig sein. Da wurde jetzt auch nichts gefunden. Ja, nichts gefunden, dann haben Sie ein Problem. Also anscheinend Ihren Rechner oder Sie selber. Weiß ich nicht, also was muss ich da jetzt genau machen? Also müssen Sie es herunterladen, also wenn Sie das eingeben, kommt ja automatisch was. Es hat sich ja nichts gefunden, das ist ja ein Blödsinn. Na, ich habe all das eingegeben, was Sie gesagt haben. Habe Ihre Anleitung gefunden. Müssen Sie was, müssen Sie dann was finden, ja? Nee, aber es kann dann eben, dass da nichts gefunden werden kann, keine Supergeber. Ja, dann ist ja ein Problem, okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ja, und wie machen wir das jetzt? Ja, nee, wenn Sie das ja nicht machen können, wie würden Sie das weitermachen, also? Weiß ich ja nicht, Sie sind doch da der Berater. Ja, dann müssen Sie ja ein bisschen fleißig sein, also. Was meinen Sie damit? Ja, damit, dass Sie es ja, Sie haben es ja was geschrieben, ja, dann müssen Sie ja da was rauskommen. Wenn Sie sagen, es kommt ja nichts, dann ich glaube Ihnen das ja nicht. Ja, aber es ist auch ziemlich lang, was wir da in die Zeile eingegeben haben. Ja, was für eine lang, ja, genau lang wie mein Schwanz. Warum sind Sie jetzt so unhöflich? Ja, ich bin unhöflich, weil Sie sind ja ein Pisser. Ach so, okay, dann können Sie ja also nicht seriös sein, gut. Nee, nicht seriös, genau. Dann weiß ich gleich Bescheid. Ja, also habe ich da einen Betrüger am Apparat. Schön, ja. Ja, okay. Super, dass Sie sich da gleich selbst identifiziert haben als Betrüger. Ja, identifizieren Sie das selbst, genau, ja. Wenn Sie das können. Weil Sie können das ja nicht. Nö, brauche ich aber auch du nicht. Bist, du bist ja jetzt doch jung, Mann. Du bist ja 29. Du behältst dich wie ein 90 Jahre alter Mann, du. Das hat halt nicht jeder so viel Ahnung von dem ganzen Krempel, ja? Nee. So eklig, Alter. Geh mal weiter jetzt. Ist schon gut, dass du dich als Betrüger selbst identifiziert hast. Du bist ein Nussensohn. Wer ist doch Betrüger? Kann ich mein Geld wenigstens Betrüger. Bist du verlieren? Ja betrügen worden? Bist du schon mal betrogen worden? Nee. Weil nee, dann ist so ja gut. Dann halten Sie die Fresse. Dann halten Sie doch mal die Fresse, wenn Sie ja nicht betrogen worden sind. Warum soll ich Oder sind Sie ja derjenige, der sich so wie schlau hält? Ne? Du bist ja der Held von den anderen. Aber du warst ja nicht so besonders schlau. Hast dich ja gleich selber verraten als Betrüger. Mit deiner Art und Weise. Mit meiner Art und Weise. Und mit Ihrer Art und Weise, Sie bezeichnen Sie wie einen Hundensohn. Ja, aber ich bin wenigstens wie ein Schwuchtel zumindest, ja. Ja? Zumindest. Ja, bin ich wenigstens kein Betrüger. Ja. Ja. Ist schon mal besser als du. Ja, schon mal besser als du. Du hast ja doch gar nichts. Nee, hab ich nicht. Ich hab wenigstens mein Geld noch behalten und du nicht bekommen. Was für ein Geld? Was für ein Geld hast du behalten da? Na meins. Hab ich nicht dein Sozialhilfe oder wie? Ja. Ja, dann kannst du ja ruhig weiter behalten. Ich muss ja wenigstens nicht arbeiten gehen. Aber du sitzt da in so einem Callcenter. Du müsstest... Du bist arm. Ja. Du bist arm wie ein Sau und du musst jetzt um wenigstens nicht arbeiten. Du gehst wie ein Hund arbeiten. Wie ein Nutzensohn gehst du bei der Arbeit. Du läufst wie ein Nutzensohn und gehst du bei der Arbeit und bitte Chef, kann ich ein bisschen Geld, mehr Geld auf mein Konto haben? Bitte. Ich gehe ja nicht super arbeiten. Du gehst ja wie ein Nutzensohn arbeiten, oder? Bleibst du mit deiner Sozialhilfe von 300-400 Euro oder wie? Sozialhilfe ist in Deutschland 1.400 Euro. Das ist ja ein Scheiß, 1.400. Da kannst du ja jemand anderen das erzählen. Ja. Höchstens, wenn du höchstens mal was bekommst, der kann ja 800 Euro sein. Da habe ich mehr Geld als du. Du, mehr als ich? Ja. Träumen Sie weiter, mein Freund. Nee. Träumen ist ja kostenlos. Ja? Träumen ist kostenlos. Na, und bei dir ist alles nur Betrug. Das haben Sie ja gesagt. Ja, habe ich gesagt. Weiß ich auch. Ja, dann reden ist ja auch kostenlos.
Ja, aber es ist nicht so schön, na, aber, was du da machst. Ja, nix aber. Warum hast du dir keinen anständigen Job ausgesucht? Warum ich diesen Job ausgesucht habe? Ich wollte dir doch helfen, Leute wie dich. Aber nutzen Söhne wie ihn gerne helfen. Aber das ist doch nicht helfen, was du da machst. Damit du was erreichen kannst, mein Freund, weil du bist ja ein Penner geblieben, ein Flaschensammler. Ja. In deiner Freizeit sammelst du Flaschen und bringst du die an den Markt auf und dann bekommst du ja die Zenten da, damit du was zum Trinken kaufen kannst. Ach so. Penner. Da bist du ja gut informiert. Ja, danke für die Zeit, ja. Ich wünsche kennst dir trotzdem... Also damit aus? Ich wünsche sammeln. Dir... Hast du auch schon Flaschen gesammelt? Du kennst dich damit aus, weil nur in deinem Land kann man ja Flaschen zurückgeben. Ja. Da okay, schön wieder. Geld für. Wieder. Kann man auch ja, Mülleimer für viel finden, Geld. Die Flaschen. Ja, für einen Penner, wie ein Penner wie sie ist das ziemlich viel Geld, ja. Ja, das stimmt. Ja, aber du hast wieder, gar ciao. Kein Geld. Das ist ja. Du ja, bist arm. Ja. Träumen ist ja kostenlos, ja. Träumen ja. Sie ja weiter. Gehen Sie immer so davon aus, dass ich kein Geld habe. Ja, so ist das auch. Ja? Ja. Hast du ja bewiesen, danke. Dass du da nicht so viel Geld haben danke. Kannst. Danke. Bitte schön. Wieder. Finde ich gut. Tschüss. Betrüger. Kleiner Krimineller. Ja, tschüss, Krimineller. Tschüss, kleiner Krimineller. Ja, peinlich. Gar hallo. Nicht, Skanner. Guten Tag. Ja, möchtest du mich auch noch betrügen? Weißt oder du was? Du das auch nicht? Ich werde deine ganze Familie fegen, du Hurensohn. Hast okay, du das verstanden? Wann möchtest du denn da kommen? Wann soll ich den Termin einschreiben? Morgen. Ja, hallo. Hallo. Kuckuck. Wer ist denn da? Wer spricht denn da nicht? Also, wenn Sie nichts sagen, dann können Sie mir auch nichts verkaufen. Ich spiele von mir jetzt momentan gar nichts. Also, ja, okay, danke. Kuckuck. Ja, ist der Sohn nicht. Unsere gesamte Organisation. Oh, sehr interessant, was so nett der Herr war im Hintergrund so sagt. Ja. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Stellner. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, guten Tag, Herr Stellner. Ja, wie kann ich denn helfen? Einander helfen. Also Sie können mich, sozusagen ich kann Ihnen helfen, 80%, 20% können Sie mir helfen, weil auf Ihren Namen ist Geld unbestätigte Transaktion und wenn ich das Geld Ihnen auszahlen mache, dann kriege ich von dieses Geld 10%, aber nicht von ihr, sonst von Geld von meinen Arbeitgeber, von Olaf und so weiter. Deshalb ist mein Interesse, dass ich Geld zurückkriege. Ja, wer ist denn Olaf? Ich kenne keinen Olaf. Olaf sagt, europäische Antibetrugbekämpfung. Sind Sie so. Am Computer dran, im Internet schauen, was Olaf ist. Das ist ähnliche Organisation wie BaFin, wie Blockchain, wie ECB und so weiter. Ja, kann ich da Ihre Seite finden? Ich könnte Olaf nicht finden, das kann. Ja, das war ja die Frage, wie kann ich Sie finden im Internet? Wie bitte? Wie kann ich Sie denn im Internet finden? Was muss ich denn da eingeben? Ich soll Ihnen helfen, weil auf Ihren Namen ist unbestätigte Transaktion und ich will Ihnen eine Auszahlung machen. Sie können mich helfen, weil wenn ich meine Arbeit gut mache, dafür bekomme ich von meinem Arbeitgeber, von Olaf, 10% des Geldes, was ich ausgezahlt habe. Ja? Und wie finde ich die Webseite von Olaf? Ihr Interesse ist, Webseite Olaf ist Olaf. Komm, was soll das sein? Sind Sie am Computer dran, Sie sind zu Hause. .com, dann gebe ich mal an, Olaf. Olaf.com, so, dann gucke ich mal. Olaf.com, so. Ja.
Also ein rotes C. Bei Olaf.webseite mit einem roten C als Logo. Was für ein, ja, natürlich mit einem roten Logo, ja. Aha. Und was ist es für eine Seite? Da ist ja bloß ein Mann abgebildet auf der Webseite bei Olaf.com. Was ist das für eine Seite? Da ist so ein Diamant oben. Hallo. Ja, ich höre Sie. Und Sie mich auch. Eine Sekunde, bitte höre ich nicht, bitte schnell, das ist ein technisches Problem. Ja, da kann ich nicht dafür, wenn Sie da technische Probleme haben. Eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde. Ja. So, worauf warte ich denn jetzt? Mit Olaf, ja, und ein Chat, das Olaf kommt, du rein, mit dem Chat. Olaf. So, und was passiert da jetzt? Weil ich höre ja bei Ihnen nicht mehr. Sie sprechen nicht mehr mit mir. Olaf.com. Wenn Sie mit uns über diesen Domainnamen sprechen möchten, bitte verwenden Sie das Kontaktformular oder sprechen Sie direkt mit mir, indem Sie hier klicken. Kann man die Domain kaufen. Aber das ist ja keine Behörde, Olaf.com. So, nun spricht keiner mehr. Ich wollte ja gar noch mal Ihre Webseite aufrufen können. Oh, das ist ja irgendwie nicht möglich. Ja, Hartmann, Firma Hausfrage. Hallo, Herr Schimmel. Ernst? Bitte? Ist das jetzt Ihr Ernst? Warum meinen Sie was? Habe ich was falsch gemacht? Sie rufen den ganzen Tag an. Das kann sein, dass ein Kollege oder eine Kollegin von mir schon mal angerufen hat. Das kann sein, ja. Wenn wir nicht schon bei 60 sogar sind mittlerweile. Weiß ich nicht, Herr Schimmel, Sie haben sich bei uns auf der Seite eingetragen für mehrere kostenlose Angebote. Sie sind nicht der Robert Schimmel? Ich habe mich definitiv nicht. Ich kann Sie gerade sehr schlecht verstehen, Herr Schimmel. Aber Sie haben sich nicht bei uns auf der Seite eingetragen für mehrere kostenlose Angebote? Geben Sie mir bitte mal Ihren Chef. Mein Chef ist nicht hier. Doch, Ihr Chef ist da. Bitte was? Ich hätte jetzt Ihren Chef gesprochen. Der ist nicht da. Herr Schimmel, können Sie mich hören? Ihren Chef ist auch schon abgeraten. Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Ich weiß nicht, also die Verbindung scheint sehr schlecht zu sein. Ja, die Verbindung ist schlecht, aber das ist mir egal. Ich hätte jetzt gern mal den Chef. Herr Schimmel, nochmal, mein Chef ist nicht hier. Der kann mit Ihnen jetzt nicht sprechen. Ich kann Ihnen warum haben Sie mit Ihrem Chef vor einer halben Stunde telefoniert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Geben Sie mir den jetzt bitte mal. Oder die Datenschutzabteilung, die ja immer im Haus ist. Ja, dann gehen Sie doch mal bitte bei uns auf die Seite und. Nee, nicht auf Ihrer Seite. Ich möchte jetzt gerne mit irgendjemandem sprechen, der bei Ihnen Verantwortung hat. Das muss möglich sein. Das geht nicht, da ich hier in meinem Büro alleine bin. Nee, das ist mir egal, dann stellen Sie mich direkt an jemanden durch, der Verantwortung hat. Das ist technisch möglich. Ja, das kann ich leider nicht tun, weil das. Doch, das können Sie tun. Mein System nicht. Doch, das kann ich. Mein System gibt das nicht, ja. Doch, das gibt Ihr System her. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich Ihnen mit Ihnen heute telefoniere. Okay. Dann, ja, Herr Schimmel, tut mir leid. Nee, nichts tut mir leid. Ich möchte jetzt gerne mit jemandem sprechen, der da Verantwortung hat. Ja, ich kann Sie weiterleiten. Und dann wird sich jemand bei Ihnen melden, ja? Wollen wir so machen? Also was anderes kann ich Ihnen nicht anbieten. Das würde hier durchgestellt werden jetzt. Nee, das so kann ich nicht machen. Na klar, können Sie das machen. Könnten ja Ihre Kollegen auch. Ja, das kann sein, dass das meine Kollegen, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auf mehreren Seiten eingetragen, aber ich kann... Ich habe mich gar nicht eingetragen bei Ihnen. Und Sie verstoßen ganz offiziell gegen das Datenschutzgesetz, gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und ich hätte jetzt gerne jemanden gesprochen.
Ich, nochmal, ich kann Sie nicht weiterstellen. Doch, können Sie. Ja, ich kann Ihre Anliegen weiterleiten und dann wird sich jemand bei Ihnen melden. Ja, Herr Schindler, ja, so wie es die heute mindestens 50 andere Leute auch schon getan haben, sich davon mindestens 49 Leute gar nicht drum geschert haben und nichts passiert ist. Das tut mir leid, ich kann Ihnen nichts anderes anbieten, außer Ihnen zu sagen oder zu versichern, dass ich Ihre Daten weiterleite und sich jemand darum kümmert. Das passiert ja bei Ihnen nicht. Das passiert ja den ganzen Tag schon nicht. Das sagen Sie. Aber Sie rufen mich seit gestern durchgehend an. Naja, weil Sie sich seit gestern bei uns auf der Seite eingetragen haben. Nochmal, ich habe niemals mich bei Ihnen eingetragen. Und Sie überprüfen nicht die Telefonnummern, die Sie einstellen. Sie verstoßen damit gegen die Datenschutzgrundverordnung. Das ist illegal und strafbar, was Sie da tun. Und wir befinden uns mittlerweile in einem sehr strafrechtlichen, relevanten Raum. Weil das ist jetzt mittlerweile Belästigung. Es ist nicht mehr nur die Datenschutzgrundverordnung, es ist Belästigung. Gut. Ich werde jetzt Folgendes machen, Herr Schimmel. Ich werde jetzt Ihre Daten nehmen und die weiterleiten und dann wird sich mein Vorgesetzter darum kümmern und Sie unter Umständen anschreiben oder... So wie ich das den ganzen Tag höre, das sind nicht meine Daten. Es ist nur meine Telefonnummer. Es ist nicht mein Name, es ist nicht meine E-Mail-Adresse und auch die anderen 1000 Datensätze, die Sie mir da vorgelesen haben, sind nicht meine. Gut, dann leite ich Sie weiter und da wird sich jemand drum kümmern, ja? Ja, so wie ich das den ganzen Tag höre und Sie trotzdem weiter den ganzen Tag anrufen. Ich bedanke mich für Ihr Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag, ja? Ja, also so wie typisch kriminelle Firmen arbeiten. Einfach sich dann aus dem Staub machen und dann war's das. Nein, da wehre ich mich gegen. Ja, genau. Und dann rufen Sie nicht kriminell. Wenn Sie das nicht wären, würden Sie Ihre Daten überprüfen, bevor Sie sie anrufen. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet, über ein Double Opt-in die Bestätigung zu holen, dass die Telefonnummer auch zu der Person gehört, die Sie anrufen möchten. Das scheint in Ihrer Firma nicht stattzufinden. Das heißt, Sie arbeiten kriminell. Also wollen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Sie arbeiten kriminell. Und legen Sie dann einfach auf, genau, so wie es eben kriminelle Unternehmen die ganze Zeit tun. Richtig, ganz genau. Sie bestätigen das alles. Diese Art von Gespräch finde ich sehr unangenehm und deswegen möchte ich... Wissen Sie, und ich finde das sehr unangenehm, dass Sie den ganzen Tag hier auf meiner Leitung rumpimmeln. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Gabriela Molina Apparat. Ich möchte gerne mit Sean Steinferger sprechen. Ja. Schön, Sie zu erreichen, Herr Steinferger. Ich melde mich im Auftrag von FCA und es dreht um Ihre Vergangenheit, was Sie bei Handelsplattform investiert haben. Ja. Jetzt, wenn Sie Zeit haben, hätte ich ein paar kurze Fragen an Ihren Herr Steinferger. Es dauert nicht so lange. Na dann los. Also, Herr Steinferger, erinnern Sie sich, wie viel haben Sie bis jetzt eigentlich insgesamt verloren oder investiert bei Online-Plattform? Nee, habe ich keinen Überblick. Mhm. Und auf welchen Plattformen haben Sie schon investiert? Erinnern Sie sich? Viele. Mhm. Also hier steht, dass Sie haben 250 Euro bei X-Market investiert. Sagt Ihnen etwas? Das kann sein. Mhm. Und Herr Steinferger, wenn ich fragen darf, haben Sie schon versucht, eine Auszahlung zu machen? Nee. Mhm. Und wann war das letzte Mal, dass Sie einen Anruf mit in eine Auszahlung erhalten? Auszahlung noch nie. Also, Sie haben da keine Anrufe bekommen über die Auszahlung? Ja. Mhm. Weil, Herr Steinferger, also, wie ich Ihnen gesagt habe, dass ich melde mich von FCA. FCA ist Finanzaufsichtsbehörde und in der Zusammenarbeit mit der BaFin machen wir solche Umfrage, um Ihnen zu helfen, das Geld zurückzukriegen, was Sie damals bei Online-Plattformen investiert haben. Aha. Also, Herr Steinferger, Sie haben schon ein Guthaben bei uns, das Ihnen zusteht. Und also das Einzige, was Sie brauchen für die Auszahlung, ist nur ein Rechner dazu zu haben, also entweder ein PC oder Laptop. Aha. Haben Sie schon eins? Was habe ich? Nee, kann ich mir nicht leisten, also, sowas. Sie haben gar kein PC oder Laptop? Nee, kann ich mir nicht leisten. Mhm. Also können Sie ein PC oder Laptop besorgen? Nee, habe ich kein Geld zu. Das ist alles am Finanzmarkt. So, und wenn ich fragen darf, was für ein Handy benutzen Sie? Ein iPhone 3310.
Weil also Herr Steinfeld, für die Auszahlung brauchen Sie einen Rechner dazu zu haben, also entweder ein PC oder Laptop. Ohne einen Rechner können Sie nicht die Auszahlung durchführen mit den Finanzexperten. Aber für die Einzahlung ging doch auch ohne Computer. Doch, aber also die Auszahlung kann auch mit Handy machen, also mit Android-Handy, also Samsung. Aber Sie haben gar keinen, oder? Was? Also gar keinen Samsung. Nee, Samsung habe ich nicht. Das ist mir zu schäbig. Vielleicht Tablet? Ein Tablet? Ja, ein Tablet habe ich. Aber was für ein Tablet? Da müsste ich dann erst das Geschirr runterräumen. Nochmal? Da müsste ich aber erst das Geschirr runterräumen. Und was für ein Tablet haben Sie schon? Das ist von Ikea. Also Herr Steinfeld, wann passt es bei Ihnen am besten für einen Termin mit den Finanzexperten? Ich habe Sie doch gerade am Telefon. Also jetzt passt es bei Ihnen? Ich habe Sie doch am Telefon. Aber ich bin gar kein Experten. Ach, ich bin zuständig für die... Ja, so Herr Steinfeld, ich bin zuständig für die Umfrage und für die Terminvereinbarung. Die Auszahlung sollen Sie mit den Finanzexperten durchführen, nicht mit mir. Also ich bin leider nicht dazu zuständig. Ui. Okay, ja. Das ist ja gut an. Dann also Herr Steinfeld, also was soll ich machen? Also soll ich Ihnen einen Termin mit den Finanzexperten vereinbaren oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Was bringt das dann? Also Herr Steinfeld, ich habe schon erklärt, dass Sie haben schon ein Guthaben bei uns, das Ihnen zusteht. Ja. Und also wie hoch ist Ihr Guthaben und wie die Auszahlung geht, da sollen Sie mit den Finanzexperten sprechen. Also weil ich bin zuständig nur für die Umfrage und für die Terminvereinbarung. Also ich kann Ihnen falsche Informationen geben. Sie können nur falsche Informationen geben. Ja. Ach so. Ja, also wissen Sie ja, gar nicht, wie hoch das Guthaben ist. Also wie hoch ist die Guthaben, also das weiß ich nicht. Ach das so. Wissen nur die Finanzexperten, ja. Oh, ja. Dann Herr Steinfeld, also wann passt es bei Ihnen am besten? Wann es am besten passt? Ja. So 17 Uhr vielleicht? Heute um 17 Uhr? Ja. In Ordnung. In Ordnung, dann Herr Steinfeld, also die Finanzexperten melden bei Ihnen heute um 17 Uhr. Okay, prima. Und was macht er dann? Ja, dann... Also dann machen Sie zusammen die Auszahlung. Also weil die Auszahlung ist eine Zusammenarbeit. Also ich glaube, Sie wissen das schon, oder? Was ist die Auszahlung? Die Auszahlung ist eine Zusammenarbeit. Also da sollen Sie zusammen mit den Finanzexperten durchführen. Also machen. Ach so. Okay. In Ordnung, Herr Steinfeld. Alles gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja. Tschüss. Hallo, mein Liebling. Guten Morgen, Herr Steiner. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Mir geht es gut, mein Liebling. Dankeschön. Mir geht auch gut. So, Herr Steiner, mein Name ist Ella. Ich bin die Finanzexpertin bei Die Börse. So, ich habe schon gesehen, dass Sie unser Unternehmen versucht zu erreichen haben. So, es gibt natürlich eine Anmeldung hier bei unserem System. Und Herr Steiner, deswegen, ich habe Ihnen heute Morgen angerufen. So. Können Sie mir sagen, bitte, ob Sie eine Erfahrung mit die Börse, mit dem Onlinehandel haben oder es ist erstmal für Ihnen? Zwei, mein Liebling. Nochmal bitte schön? Zwei, mein Liebling. Zweimal? Sie haben zwei Erfahrungen gemacht? Ja, mein Liebling. Verstehe ich. So, mit welchem Markt haben Sie mehr gearbeitet? Mit Kryptowährungen, mit Aktien? Haben Sie selbst gearbeitet? Ich habe da Geld investiert, mein Liebling. Lieber Herr, hören Sie, Ella. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie mit unserer Unternehmen gearbeitet haben, aber bei unserem Unternehmen Sie sind angemeldet. So, Sie haben Interesse gezeigt, natürlich in unserer Seite, natürlich Sie haben viel versucht, unser Unternehmen zu erreichen. Und deswegen ich habe Ihre persönliche Daten hier bei unserem System hinterladen. So. Ja, mein Liebling. Okay.
Okay, nur kurzer Moment. Sie haben 2 Erfahrungen mit Onlinehandel gemacht. Habe ich richtig verstanden? Ja, 2 mein Liebling. Okay. Ja, mein Liebling. Okay. Haben Sie selbst gearbeitet oder mit einem Finanzexpert? Nee, da hat ein anderer für mich Geld da investiert. Okay, verstehe ich. Seit wann haben Sie gehandelt? Seit 1 Jahr, 2 Jahre? Das erste, mein Liebling. Letztes Jahr. Und wie können Sie über diese Erfahrung sagen? War eine gute, normale Erfahrung? Sind Sie zufrieden? Ja, ich bin da sehr zufrieden, mein Liebling. Sie sind sehr zufrieden. Verstehe ich. So, ich werde Ihnen natürlich eine Erklärung über unser Unternehmen geben. Wenn Sie eine Frage haben, sagen Sie mir bitte. Okay? Ja, mein Liebling. Okay, haben Sie meinen Namen verstanden? Nein, mein Liebling. Ich glaube, Sie hießen Helga. Helga Schneider. Mein Name ist Ella. Richtig. Ach so, Ella. Ella Schneider. Ella. Mein Ella. Liebling. Bitte schon sagen Sie nicht meine Liebling. Ella, okay, mein Frau Liebling. Ella, Sie können mir. Wie meine Liebe, Sie können mir Frau Ella sagen, nicht meine Liebling. Ja, das klingt gut. Ella, können mein Sie Liebling. Mir Frau Ella sagen? Weil Frau Ella, mein Liebling. Ja. Oh, nein, ich akzeptiere das nicht, weil ich sage Ihnen Herr Steiner, nicht meine Liebe. Herr Steiner, ja, Frau Ella spricht hier, richtig? Ja, Frau Ella, mein Liebling. Dankeschön. So, was ist sehr wichtig von unserem Unternehmen ist, dass wir arbeiten in 5 großen Online-Märkten. Natürlich, wir handeln auch mit Kryptowährungen, mit Rohstoff, Aktien, Indexes und Forex. So, die erste Marke, Kryptowährung, natürlich steht für Bitcoin. Aktien, Indexes sind die großen Unternehmen, so zum Beispiel Tesla, Mercedes, Apple, Amazon, Rohstoff sind das, Gold, Oil, Sie wollen natürlich wir auch mit Forex. So, was ist sehr wichtig, ist, dass Sie bei unserem Unternehmen, Sie werden in einem Konto arbeiten, natürlich. Nach 2 Wochen, es ist möglich, von Ihnen die erste Auszahlung zu machen. Wir arbeiten auch mit einer Sicherheit, künstliche Intelligenzsystem, natürlich sind die neue Technologie, sind robuste Handelsbinder. So, was ist auch sehr wichtig, ist, dass Sie werden mit einem Finanzexpert in Kontakt bleiben. Dieser Finanzexpert wird Ihnen natürlich handeln, er wird Ihnen erklären über die Projekte, über den Erwähnte, über den Konto, über den Profite, über was für eine Frage, dass Sie haben, Sie sprechen mit Ihrem persönlichen Broker. So, Herr Stein, ich habe nur eine kurze Frage. So, mit dieser Onlinehandel Arbeit. Wie viel Sie wollten nach einem Monat so erreichen? So, zum Beispiel, welchen Betrag Sie wollten jeden Monat wie Profite in Ihre Konto zu sehen? Also, ich denke, dass da im Monat etwa 10.000 Euro Gewinn angebracht wäre, mein Liebling. Sie wollten mehr als 1.000 Euro, mehr als 2.000 Euro, weniger als 1.000 Euro. So, ich kann Ihnen auch über unser Angebot mehr erklären und natürlich über unsere Projekte. Okay, Frau Ella, mein Liebling. Herr Steiner? Ja, Frau Ella, mein Liebling. Was meinen Sie beruflich? Matratzen testen. Was machen Sie beruflich? Matratzen testen. Was? Matratzen testen. Ah, verstehe. Sind Sie verheiratet, lieber Herr? Nein, mein Ella-Liebling. Frau. Sie finden das sehr schön, mir zu sagen, liebe Ella oder meine liebe Ella. Wieso? Ich verstehe das nicht. Wieso nicht Frau Ella? Ist rare für Ihnen. Kompliziert. Frau Ella ist mein Liebling. Und wie alt sind Sie, Herr Steiner? 29. 20? 29. 29? Ja. Nicht verheiratet? Keine Liebe? Nein. Schwer zu glauben. Ein starker Mann mit dieser starken Stimme ohne Liebe. Nein, Wahnsinn. Single? Bleiben Sie Single? Ja, Frau Ella, mein Liebling. Okay, Herr Steiner, meine Liebe. Jetzt, sagen Sie mir. So, Sie wollten eine neue Investition zu schaffen, ja oder nein? Ja, Frau Ella, mein Liebling. Okay. Sie wollten mit wie viel diese Kontaktive zu stellen? Ja, Frau Ella, mein Liebling. Mit wie viel? Welcher Betrag? Na, so dass da im Monat etwa 10.000 Euro Gewinn rauskommen, Frau Ella, mein Liebling. Ich habe leider das nicht verstanden. Nochmal lauter, meine Liebe. Dann wiederhole ich sehr gerne für dich, Frau Ella, mein Liebling.
Ich hatte gesagt, ich hätte gerne vor, dass monatlich etwa 10.000 Euro dabei rumkommen, Frau Ella, meine Okay, Liebe. Sehr schön. So, die Minimalbetrag ist 250 Euro. Sie müssen erstmal ein neues Konto bei unserer Firma kaufen, natürlich eröffnet. Sie müssen eine Kapital in diese Konto lassen, dann lassen Sie sprechen mit Ihrer persönlichen Broker. So, wir wollten mit dem Minimalbetrag diese Konto aktiv zu stellen oder mit ein bisschen mehr? Na so, dass da monatlich 10.000 Euro rauskommen, Frau Ella, mein Liebling. Meine Liebe, weil Sie müssen, Sie haben zwei Optionen. Sie können mit dem Minimalbetrag diese Konto aktiv stellen und natürlich mit einem großen Kapital. Mit dem Minimalbetrag, Sie können 750 Euro bis 1.000 Euro Profite erreichen. Aber natürlich, wenn Sie wollten mit einem großen Kapital diese Konto aktiv zu stellen, natürlich gibt Ihnen mehr Möglichkeiten, mehr Profite am Ende des Monats zu erreichen. So. Sie wollten mit dem Minimalbetrag oder mit einem großen Kapital? Bitte schön. So ungefähr das, also ich würde dann das einzahlen, um die 10.000 Euro im Monat zu erreichen, Frau Ella, mein Liebling. Okay, und wie viel Sie wollten zu investieren? Das ist mir egal, so dass das passt, Frau Ella, mein Liebling. Liebe, welchen Betrag Sie wollten zu investieren? Es ist einfach. Welchen Betrag Sie wollten jetzt zu investieren? Na so, dass die 10.000 Euro erreicht werden jeden Monat, Frau Ella, mein Ja, okay, aber wie viel Sie wollten zu diese Kontakte zu stellen? Das, na, wie gesagt, so, dass da monatlich dann 10.000 Euro dabei rauskommen, Frau Ella, mein Liebling. Okay, lieber. Jetzt, das Ziel muss erreicht werden. Wie wollten Sie diese Kontakte zu stellen? Durch Online-Banking oder Kreditkarte? Wir könnten das sowohl als auch durchführen, Frau Ella, mein Liebling. Ja, bitteschön. Hallo, schönen Tag. Tag. So Gott. Also guten Tag, ich bin der FC des Online-Shops, mein Name ist Alex Koch. Ich rufe Sie im Auftrag der Firma Geberich an. Spreche mich mit Herr Isoldemar Duschen? Ja. Herr Duschen, also Sie haben also einen Antrag auf unserer Webseite hinterlassen, ist das richtig? Ja. Also ich betreibe das Produkt, also Erektion aktiv, genauer gesagt. Sie haben vor kurzem einen Antrag auf unserer Website hinterlassen. Und so der Herr. Dann hätte ich also ein paar Fragen für Sie. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ja. Herr Duschen? Ja. Herr Duschen, also wie alt sind Sie eigentlich? 29. 29, okay. Ja. So ein Momentchen bitte. Ja. Okay. Also Erektion aktiv, also das Produkt wollten Sie. Okay. Ja. Herr Duschen, also welche Beschwerden haben Sie momentan? Oder gibt es irgendwelche Beschwerden, wo Sie, oder Probleme, Herr Duschen, gibt es irgendwelche, also Blutdruck zu oder irgendwelche, also? Nee. Haben Sie nicht. Okay. So, Herr Duschen. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Herr Duschen, so, Momentchen bitte. Ja. Also die Verbindung ist ein bisschen, also. So, Herr Duschen. Herr Duschen, hallo, hören Sie mich doch? Ja. Herr Duschen, Entschuldigung für die, also, dass Sie warten ließ. Also es kam im System so kurze Unterbrechung. So, der Herr, also, Sie haben einen Antrag gemacht, 29 Jahre alt, haben Sie gesagt. Und Sie haben keine Probleme, haben Sie gesagt. Gell, Herr Duschen, also irgendwelche Probleme haben Sie nicht. Bluthochdruck oder niedrigen Blut oder irgendwelche Probleme haben Sie nicht. Ja. Richtig? Ja. Okay. So, das Produkt. So, der Herr, dann, also das Produkt, also, der kostet 49 Euro. Ja. 49 Euro. Plus Versand wäre das kosten, also 10 Euro mal 59 Euro. Aber Herr Duschen, wenn Sie zwei Stück kaufen würden, würde es kosten 98 Euro. Und das Versandkosten übernimmt die Firma. Ja. Und Sie würden bezahlen also 98 Euro für zwei Produkte, also zwei Packungen, genauer gesagt. Wie würden Sie gerne haben? Ja. Aber wollen wir zwei Stück machen? Ja. Herr Duschen? Ja. Zwei Stück? Ja. Ein Momentchen bitte. Also zwei, die Menge zwei Stück. Dann, ja. Also wie gesagt, Sie sparen einfach die, also Lieferung, da bezahlen Sie gar nichts. Und das würde kosten also 98 Euro für Sie, Herr Duschen. Ja. So, der Herr.
Dann bräuchte ich bitte Ihre Adresse, bitte, Herr Duschen. Ja, Braunschweiger Straße 111. Erste Postleitzahl, bitte. Wie war die? 12055. 1? 12055. Mhm, okay. Ja. Und die Straßennummer, bitte? Braunschweiger Straße 111. Braunschweiger Straße 111. Ja. Mhm. So, 12055. Das ist in, Moment, ich gucke nochmal nach. Wo ist, in welche Stadt? Ist es ganz genau, bitte? Berlin, Neukölln. Das ist Berlin, Neukölln, gell? Okay. Ja. Ja. Berlin, Neukölln. Ja. So, Herr Duschen, also zwei Packungen haben wir gesagt für 98 Euro. Wie gesagt, die Versandkosten übernehmen wir. Ja. Wie würden Sie gerne bezahlen, Herr Duschen? Also ich kann den anbieten, wir haben auch per Rechnung, also können Sie bezahlen, oder per PayPal oder Mastercard, das wäre möglich, oder IBAN-Nummer, das wäre auch möglich, oder sofort Klarna wäre auch noch möglich, oder dann haben wir auch die Option, also noch per Nachnamen, das wäre auch noch möglich. Ja, per Nachname. Per Nachname, okay. Ja, ja. Mhm. Per Nachname, okay, so, das haben wir auch. Ja. Also, das wird innerhalb von 2 bis 3 Werkstagen also bei Ihnen dann ankommen. Also gehen Sie davon aus, so 3-4 Tage, Herr Duschen. Und wenn der Kurier da ist, und bitte also auch den Geld auch passend haben, das ist auch ganz wichtig. Das kommt öfters vor, dass der Kurier kein Wechselgeld hat. Ja. Mhm. Das nochmal als Information. Mhm. Mhm. So, Bestellung, Adresse, was soll ich das? Okay. So, Herr Duschen, ich fasse mal ganz normal schnell mal zusammen alles. Ja. Und dann sind wir fertig. Also, wie gesagt, Herr Duschen, Sie bekommen 2 Packungen, Erektion aktiv. Ja. Für 98 Euro. Ja. Und Sie haben gesagt, Sie haben Postleitzahl 12055 in Braunschweiger Straße 111. Ja. In Berlin-Neukölln. Ja. Und die Bezahlung erfolgt per Nachname, haben Sie gesagt. Und Sie bekommen also, wie gesagt, innerhalb von 2, 3, 4 Tagen, also per Kurier, also das zugestellt. Und Sie bezahlen das den Kurier, das also diese Bezahlung, 98 Euro. Ja. Und da ist auch, also die genaue Anleitung ist auch noch dabei. Ist alles dabei, Herr Duschen. Ja. Herr Duschen, ich bedanke mich. Haben Sie irgendwelche Fragen? Nee. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Tag. Ich werde sofort fertig machen, diese Bestellung. Und wie gesagt, in Arbeit, also Werkstagen, 2, 3 Tage, gegebenenfalls 4 Tage, nicht mehr dann. Ist es bei Ihnen an, wird es bei Ihnen ankommen. Ja. Ich bedanke mich, dann wünsche einen schönen Tag, Herr Duschen. Ja. Bleiben Sie gesund, einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, auf Wiederhören. So. Hallo? Ja, Tag. Guten Tag, grüße Sie, Herr Brandwein. Hier spricht der Marc Steiger von Nahem Gestion. Wir haben miteinander gesprochen, Sie haben ein Angebot zugeschickt gehabt. Haben Sie es sehen können? Nee. Haben Sie es noch nicht gesehen? Nee, ist nicht angekommen. Es ist nicht angekommen, also ich glaube, es liegt an Ihrer E-Mail an. franz.brandwein@mdccsun.de. Die funktioniert perfekt. Ich weiß nicht, wo Sie sich momentan befinden, ob Sie zu Hause sind, im Büro sind, unterwegs sind. Falls Sie nur eine kurze E-Mail, ein Hallo an uns senden, wäre das relevant für uns. Aha, zu welchem Grund? Weil somit bestätigt sich das und dann wird automatisch unsere E-Mail auf Ihre E-Mail sich befinden. Weil manchmal mit E-Mails wie mdccfun, T-Online, das sind eher solche E-Mails, wo nicht alle E-Mails akzeptieren, zum Beispiel Werbungen etc., die unnötig sind. Also ist Ihre Nachricht unnötig? Nein, ist auf jeden Fall nicht. So, weil Sie also, doch gerade sagten, mein Postfach akzeptiert unnötige Sachen nicht. Werbungen. Und vielleicht denkt Ihr Postfach, dass es eine Werbung ist. Weil unsere E-Mail lautet support@am-gestion.eu. Kann deswegen sein,
Das meine ich, weil ob es dann unnötig ist oder nötig, das entscheiden Sie, weil Sie sind ja die Person, die die Anlage machen wird. Mhm. Ja, dann muss ich mich mal in meinem Postfach inloggen. Können Sie es bitte machen, Dankeschön. Ja, ist gerade unterwegs, dauert ein bisschen, ist alles nicht so schnell hier. Kein Problem. Frau Schmidt, können Sie mir bitte einen Kaffee bringen? Mit wenig Zucker, bitte. Dankeschön. Nee, ist nichts da von Ihnen. Ist nichts angekommen. Überhaupt nicht. Können Sie bitte an uns was senden? Also ich tue Ihnen jetzt die E-Mail-Adresse weitergeben. Kann ich gleich mal probieren, ja, Moment. Ja. So, dann brauche ich mal an die, brauche ich mal die E-Mail-Adresse an, die das gehen soll. Ja, support. Ja. At. Mhm. AM. Ja. Minus. Mhm. Gestion. Ja. Punkt EU. Mhm. Können Sie es wiederholen? Support at am-gestion.eu. Richtig, wunderbar. Okay. Schreiben Sie einfach Hallo oder ein Fragezeichen. Ja. Ja. Dann habe ich die jetzt rausgeschickt. Ist jetzt auch versendet. Gucken, ob was zurückgekommen ist. Eine Sekunde. Okay, derzeit ist noch nichts zurückgekommen. Eine Sekunde kurz. Mhm. Herr Fahler, können Sie mal bitte an der E-Mail-Abteilung rübergehen und nachschauen, ob eine E-Mail gerade angekommen ist? Ja. Ja. Hallöchen, haben Sie geschrieben? Ja. Franz, richtig. Gut, wir versuchen jetzt sofort, Ihnen das Ganze nochmal weiterzusenden. Ganz kurz, wenn Sie nur kurz am Apparat bleiben können. Ja, die Verbindung wird da gerade irgendwie schlechter. Ja, jetzt? Nee. Ganz kurz, bleiben Sie kurz dran. Mhm. Hallo? Ja. Herr Brandweine, in den nächsten 5 Minuten kriegen Sie die E-Mail erneut von uns zugeschickt. Dann melde ich mich in 5 Minuten bei Ihnen. Ja, prima. Ich war gerade drüber bei der E-Mail-Abteilung. Und Sie kriegen es gleich zugeschickt. Ja, also. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, hallo. Hallo, grüße Sie. Mein Name ist Elise Bachmann. Ich bin Vertreter des Online-Shops und rufe Sie im Auftrag der Firma Gebrich an. Ah ja, sprich. Hm? Grüße Sie. Spreche ich mit Herrn Duschen? Ja, ich sollte mal duschen. Grüße Sie, Herr Duschen. Herr Duschen, Sie haben eine Anfrage auf das Produkt Eretron gestellt. Ist das richtig? Ja, genau. Gut, dass ich Sie erreicht habe. Damit ich Sie gut über das Produkt informieren kann, haben Sie kurz Zeit. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, erzählen Sie. Das ist sehr nett, danke schön. Wie alt sind Sie, Herr Duschen? 29. Ja, und welcherlei Beschwerden haben Sie bitte? Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Der Stand, da kann man, kriegt man mehr Tinte auf den Füller. Ja, da haben Sie recht. Und darf ich Sie fragen, Ihre Lebenssituation, ist die im Moment ein bisschen stressig oder eher angenehm ruhig? Ja, na klar, immer im Stress. Im Stress. Und arbeiten Sie eher sitzend oder sich körperlich bewegen? Ja, nee, also sowohl als auch, da mache ich alles. Ja, das ist ausgeglichen, sagen Sie. Ja. Herr Duschen, schauen Sie, Eretron ist ein wirksames Mittel gegen Prostatitis, aber auch gegen, wenn man nicht genügend Freude am Sexualleben erleben kann. Ja. Und zwar müssen Sie wissen, dass es aus zu 100% natürlichen Inhaltsstoffen besteht und keinerlei Nebenwirkungen hat. Das heißt, falls Sie Medikamente einnehmen, können Sie die weiterhin ohne Bedenken einnehmen, ja. Sollten aber bitte 1 Stunde Zeit zwischen der Einnahme Ihrer Medikamente und Eretron lassen. Ja, gut.
Und zwar funktioniert dieses Produkt stufenweise. Das heißt, man muss ein bisschen Geduld haben und diszipliniert sein. Also die Kapseln täglich einnehmen. Ja. Und zwar wird in der ersten Stufe Ihr Körper auf die Behandlung praktisch umgestellt. Hm. Dabei werden versteckte Entzündungen gehemmt. Ja. In der zweiten Stufe, da fängt es an, aktiv zu wirken, so dass Sie auch schon mehr Freude erleben werden. An den Bomben, ja. Genau. Und in der dritten Stufe, da wird Ihr verbesserter Zustand auch für einen längeren Zeitraum gefestigt, damit Sie lange Zeit keine Symptome und Probleme mehr haben. Ja, das ist prima. Ja. Herr Duschen, schauen Sie, damit wir zu diesem guten Ergebnis kommen können, empfehlen die Hersteller, dieses Produkt in einer Kur einzunehmen. Ja. Schauen Sie, es gibt da verschiedene Arten von Kuren, die ich Ihnen anbieten kann. Mhm. Es gibt zum Beispiel viele Kunden, die machen direkt eine 80-tägige Kur. Die bestellen 5 Packungen, bekommen 8 Packungen zugestellt, bezahlen für diese Kur 230 Euro. Ja, prima. Dann gibt es viele Kunden, die machen erst einmal eine 2-monatige Kur, bestellen 4 Packungen, bekommen 2 Packungen noch mit zugeschickt, also insgesamt 6 Packungen, bezahlen für die Kur 190 Euro und wiederholen die Kur in 2 Jahren noch einmal. Ach so, ja. Und das kann man das nicht mit einmal hintereinander weg? Bitte, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Na, mit einmal hintereinander weg, ohne Pause? Das könnten Sie auch machen. Das könnten Sie auch machen. So. Dann könnten Sie ja zum Beispiel direkt eine 80-tägige Kur machen. Ja, dann lieber so, dann haben wir das hinter uns. Dann machen wir die für 80. Ja, genau. Ja. Gut, Herr Duschen, dann brauchen Sie die Kur auch 4 Jahre mindestens nicht mehr zu wiederholen. Ja, das ist prima. Ja, super. Herr Duschen, damit ich dann Ihre Bestellung aufnehmen kann, könnten Sie mir dann bitte zuerst einmal Ihre Postleitzahl nennen? Ja, C12055 in Berlin-Neukölln. 12055. Ja, genau. Berlin-Neukölln. Ja. Ja, und bitte Ihre Straßenangabe? Ja, Braunschweigerstraße 12. Braunschweigerstraße 12. Braunschweiger. Entschuldigung. Ja. Braunschweiger. Jetzt habe ich es. Straße 12, sagt man. Straße 12, genau, Ja. Müssen wir da eine Flur- oder Türnummer noch mit beachten? Nee, das brauchen wir doch nicht. Ja. Herr Duschen, schauen Sie, es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Zahlung. Wenn Sie möchten, können Sie Vorkasse leisten. Dann müssten Sie vor Erhalt des Paketes überweisen. Oder Sie können mit dem Paket eine Rechnung erhalten, könnten dann nach Erhalt des Paketes überweisen, oder Sie können den Postboten direkt bezahlen. Ja, dann machen wir das beim Postboten, dann ist es erledigt, dann kann ich das auch nicht vergessen. Wegen Nachname, sage ich dann. Ja, genau, so heißt es. Dann möchte ich einmal kurz zusammenfassen. Sie machen jetzt diszipliniert, ohne einen Tag zu überspringen, eine 80-tägige Kur durch. Ja. Bekommen insgesamt 8 Packungen zugestellt, für die Sie 230 Euro bezahlen, die Sie gerne gegen Nachname beim Postboten machen möchten. Ja, prima. Sie wohnen in 12055 Braunschweiger Straße 12. Ja, genau, in Berlin. Herr Duschen, Sie werden Ihr Paket innerhalb von 2 bis 3 Arbeitstagen durch die DHL zugestellt bekommen. Ja, das ist gut. Und Herr Duschen, damit wir auch ein gutes Ergebnis erzielen, bitte setzen Sie keinen Tag aus. Nehmen Sie die Kapseln täglich ein. Sie nehmen 2 zur Mittagszeit und 1 am Abend. Ja. Und da ist aber die Gebrauchsanweisung mit dabei. Ja, prima. Also ballert man sich da am Tag 3 Stück von drin. Und bitte die Packungen nicht unnötig auflassen, damit die Kapseln nicht oxidieren und bis zum Schluss ihre Wirkung gut erhalten. Ja, das passen wir dann auf, Ja, Herr Duschen, Sie werden noch eine Creme als Geschenk mit zugeschickt bekommen. Ja, das ist einfach im Moment so eine Aktion, die ist. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Creme das ist. Wenn es zum Beispiel eine Creme ist, die Ihnen nichts bringt, können Sie das ja an jemand anderen weitergeben. Ja, so machen wir das. Haben wir noch was zum Inschmieren. Ja, vielleicht kann man die auch einfach als Flutschmittel benutzen.
vielleicht, ich weiß nicht, welche da kommen wird. Zwei Packungen Cremes bekommen Sie mit als Geschenk. Können Sie ja schauen. Falls es Ihnen was bringt, können Sie selber einsetzen. Wenn nicht, können Sie es einfach weiter verschenken. Ja, machen wir so. Herr Duschen, ich wünsche Ihnen alles eine gute Kur und noch einen wunderschönen Tag. Ja, auch so. Tschüssi. Ah, eine Frage noch, Herr Duschen. Ja. Ist denn an der Klingel oder am Briefkasten Ihr Name angegeben? Ja, na klar. Ja, super. Herr Duschen, ein tolles Wochenende. Ja, ebenso. Tschüssi. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Dankeschön. Das war's leider schon wieder von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. In der nächsten Woche geht's direkt weiter. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, dann lass doch noch gerne schnell ein Däumchen nach oben da. Und wenn du magst, dann siehst du jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal rein. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.